Ein herzliches Space Meow zurück, liebe Freunde. Wir sind wieder bei einer Runde von Flottendreier. Wir sind immer noch bei unserer 3er KD 3,12. Yes! Nach der letzten Runde. Es wird spannend. Ich habe ein bisschen an den Klassen gefeilt. Sprich, Honig im Face haben wir hier als Klasse und Ruhe da hinten. Also mit den beiden Klassen werden wir jetzt agieren. Und da werde ich auch gucken, was wir in der nächsten Runde machen können, denn wir spielen Search and Rescue. Und bei den Spielmodis, alter Falter, da ist es schon wirklich extrem schwer, eine 3er KD zu halten. Vor allem, wenn man gegen OP-Pros spielt, also hier so Overpowered Pros, die eigentlich jeden Tag nichts anderes als Search and Destroy spielen. Mein Tipp am Rande hier, Gehör. Ganz ehrlich, spielt auf Gehör. Headset auf und Fresse halten. Wenn man alleine spielt, ist das definitiv das Beste, was es gibt. Eine 3er KD in Ghost zu halten, ich glaube nicht, dass ich es so schaffen würde, wenn ich anders spielen würde. Wir werden jetzt mal sehen. Ich weiß nicht, mit welcher Klasse ich spiele. Ich bin eigentlich eher am gucken, dass ich hier mit der Klasse spiele. Jetzt müssen wir erstmal... Oh, hallo. Das sind aber auch schon wieder solche Kollegas, die extrem abgeschimmelt haben, wahrscheinlich in ihrem Leben. Nein, Spaß beiseite. Ihr seid wahrscheinlich die coolsten Leute, mit denen ich je gespielt habe. Und let's pimmel. So, ihr lauft alle in eine Richtung. Das ist schon mal gut. Am besten alle in eine Richtung. Search and Rescue ist halt echt heftig, ne? Das heißt, wir versuchen jetzt wirklich erstmal hier ein bisschen entgegenzuwirken. So, mal gucken, kommen da welche? Oh, da ist einer gestorben. Enemy eliminated. Ah, fuck. Fick dich, Alter. Okay, ich weiß, es war jetzt übelst abgeschimmelt. Aber ich habe ihn ja gesehen. Dass er von links kam, habe ich nicht gedacht. Das war gut gemacht, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal. Die müssen jetzt eigentlich was machen. Deswegen. Aha, sind schon relativ weit hinten. Gut. Wir bleiben mal ganz cool und warten, bis die den ersten Schritt machen. Diese ganzen Geräusche, Alter. Und das hier, es nervt mich. Es nervt mich, vor allem in Suchen und Zerstören oder Search and Rescue. Scheißegal, welcher Spielmodus. Ich vermute mal, der wird B blenden, nachdem er schon bei B war. Fuck. Der hat ihn einfach gemessert. Na toll. Das heißt, ich gegen ihn. Na bravo. Da oben war er, ich habe ihn gesehen. Hab dich, Kollege. Nice one. Das nenne ich doch mal eine gute Runde. Man sieht somit, Geduld zahlt sich aus. Man muss halt auch fürs Team spielen. Das war jetzt mal wirklich, wirklich fürs Team gespielt. 2-0. Das heißt, wir brauchen noch einen Kill. Dann Hammers. Und das heißt, man kann, wenn es gut läuft, kann man sich den Kill gleich am Anfang besorgen. Da kommen sie, ich höre sie. Habt ihr sie auch gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich höre ihn über mir. Direkt über mir. Ich warte, bis er runterkommt. Oder bis er weitergeht. Da. Ist runtergesprungen, der eine. Den hat er. Der andere ist noch direkt über uns. Ja. Alter, ist das laut immer. Über mir, direkt über mir ist auch noch einer. Okay. Granate.
Oh, er hat sogar gehittet. Also gar nicht so schlecht geworfen gewesen. Jetzt müsste mein Kollege dann nur den Kill machen. Er sollte halt auch den Kill machen. Ach, komm, helf mir doch. Hast du ihn? Jawohl. Das war gut. Ich laufe mal außen rum. Save euch ein bisschen. Schafft ihr? Sehr gut. Gute Runde, Leute. Muss ich schon mal sagen, gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. Also ich glaube, wenn man es versucht, auf Taktik zu spielen, scheint es ganz gut zu klappen. So. Die kommen anscheinend wirklich immer durch die oberen Tunnels. Sagt man Tunnels? Man sagt Tunnel? Tunnel? Also da kommen welche und da ist auch vorhin einer gekommen. Ich höre schon wieder über mir einen. Mal gucken bloß ein bisschen, wo meine Teammates hinrennen. Also da sind welche. Die höre ich. Direkt über mir höre ich keinen. Doch, links über mir ist einer. Fuck. Dem habe ich natürlich meine Posi verraten, ne? Ey, jetzt klaut er mein Ding hier. Ach komm. Den habe ich gehabt, Kollege. Boah, das war nice. Kill confirmed. Das war wirklich nice. Andere Seite? Ja. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ist die Frage, wo er entlang gelaufen ist? Da, ich höre ihn. Er läuft über mir. Und planted. Ach, ist das schön, auf Gehör zu spielen, ey. Es gibt nichts Besseres, auf Gehör zu spielen. Alter, 4-0. Okay. Wir sind noch gut in der Mache. Jetzt gehen sie alle raus. Ja, das ist natürlich wieder echt behindert. Drei Gegner noch. Also, ja, ist ärgerlich. Ist wirklich ärgerlich. Jetzt kann man mal ein bisschen offensiver gehen. Ich wollte natürlich schauen, dass ich die Kills mache. Aber gut. Ein geiler Spot hier am Anfang ist der da, weil dann sieht man nämlich, wenn sie durchrushen. Hier kann man ganz gut durchgucken. Shooter im Restaurant, hat er gesagt. Da habe ich ihn gesehen. Ihr habt ihn auch gesehen. Die kommen jetzt von oben. Und oben sind welche. Ihr seht es auf der Karte. Oh, wir haben schon geplantet. Er hat ihn. Nice one. Das war's schon, oder was? Und 6-0! Baby! Give it to me! Strike! Nice one! Ja, damit haben wir beide geholt am Ende. Das fand ich jetzt eigentlich auch ganz nice. Und 6-0 lässt sich doch sehen. Das war zwar nicht das überragendste Search and Rescue, aber bitte, Leute, das Ganze mit Druck dahinter, das muss man erstmal nachmachen. Also, man braucht natürlich auch die Gegner dazu. Also ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Servus! Halt! Habe ich ganz vergessen. Und zwar, wir schauen natürlich noch wie immer die KD nach. Wir sind bei 3,3. Das heißt, wir sind eigentlich auf einem guten, guten Weg. Und jetzt darf ich Servus sagen. Tschaußen!